Dann Brando Commando und Lancer 3 auf der Mutterseite, schlüssig gezogen. Es folgt die 6, hier ist Chaco Mebione, der Reservesieger der Körung des Springpferdezuchtverbands Oldenburg International in Vechta. Aus der Zucht von Stephanie de Sadele in Berla in Belgien, der Sohn des... Jawohl, mit ganz großen Tritten hat er in Vechta das Publikum begeistert, meine Damen und Herren. Und der Landstallmeister hat genau hingeschaut, der Reservesieger Oldenburg International in Vechta, Chaco Mebione. Chaco Mebione, meine Damen und Herren, der Sohn des Chaco Blue, Argentinus Codex und Landadel, mütterlicherseits aus belgischem Geblüt gezogen. Und der Reservesieger ist ja, wie gesagt, in Vechta gewesen. Oldenburg International im letzten November. Aber kann ich natürlich verstehen, Belgien liegt da nicht gleich um die Ecke. Aber ich gehe davon aus, dass ihr euch in der Zwischenzeit überzeugt hat, dass man sich im Sanktionen der Pferde hier in Neustadt an der Dosse, glaube ich, als auch. Ganz mühelos absolvierte hier. Einfach Wiederholung. Jawohl, Reaktion. Unterhengste nun unter dem Sattel. Calinio im Sattel. Ja, Calinio hier mit dem Vierpferd, damit die Jungen danach ein bisschen eine Anlehnung haben. Natürlich, man kann natürlich sich darüber scheiden, ob man entsprechend der Altersbildung, der Ausbildung, ob das jetzt vielleicht schon zu früh ist, aber ja, unter dem Reiter zu zeigen. Sie hatten ja bereits vor einem Monat hier im Rahmen des CSI die Feiertaufe vor großem Publikum, haben das ganz brillant gemeistert, die Dreijährigen bei ihrem ersten großen Auftritt. Damals an dem Samstagabend gelingt das hier einem Hexenkessel, so kann man es denke ich wirklich sagen. Und sie haben sich hier bravourös verkaufen können, so auch am heutigen Tage mit viel Selbstverständnis und Nervenstärke. Belantis und Giacomi Viole. Calirio an der Tete hier heute Nachmittag, der meistbesprochene und meistbeschäftigte Hengst. Souverän im Freispringen, exzellent unter dem Springsattel und hier nun für seine jüngeren Kollegen das Führpferd an der Tete. Jetlag an der zweiten Position, der Celestial Zone. Dann der Dressursieger. Schauen Sie auf die Galoppade dieses überragenden Schimmels Belantis. Chaco Mebione, der Reservesieger OS. So, ich bin das schön, dass ich trotz des Wetters. So, Walter Teske, der Stutenmeister für die beiden Hengste. Ich sehe schon die Damen aus Belgien, sie frieren. Aber es ist trotzdem schön, dass ihr zu uns gekommen seid. Herzlichen Dank. Und ich darf euch das nochmal ganz, ganz herzlich überreichen. Wunderbar. Schöne Grüße an die Mutti, die sich hier reingetraut hat. Aber exzellent.
wunderbar, dass ihr uns diesen Hex zur Verfügung gestellt habt. Chaco Blue, mal Argentinus, mal Codex, dann der Holsteiner dahinter. Wir werden versuchen, da sehr viel herauszumachen.